Und damit geht es weiter. Mit Ethan muss sterben, wenn ihr jetzt zu Resident Evil 7 Bayern seid. Ich will doch nicht sterben. Das war doch so jung. Echt, Chris muss sterben. Ethan muss sterben. Ja, aber ich meine, das ist doch noch so jung. Der darf doch nicht sterben. Weil zu sterben? Nein. Wir werden. Ja, wir werden. So. Ich würde sagen, wir überleben das. Okay. Keine Speichermöglichkeiten. Das heißt, es ist einfach ein Überlebenskampf. Wenn du tot bist, bist du tot. Ist so ein bisschen wie Albtraum wahrscheinlich. Ist das Glück auf ihrer Seite, ja, welche in Kisten tun, werden grundsätzlich jedes Mal zufällig ausgewählt. Sie etwas Brauchbares bekommen, hängt von ihrem Glück ab. Jedoch können sie den Wert der Objekte in Kisten tun anhängen. Anhand der Sternwertung erahnen. Je mehr Sterne auf der Kiste angezeigt werden, desto besser sind die Inhalte. Weiter. Zerschlagen sie ihn abschlagen? Indem sie zuletzt gestorben sind, zerschlagen sie. Und was? Alter, der Himmel ist so fucking rot. Wir sollen gegen Margaret kämpfen? Geil, Schießpulver. Ja, dann kann man. Da ist eine Kiste. Nichts anfangen. Ja, musst du schon kaputt machen. Das hat einen Grund. Na, komm schon. Jetzt triff es doch. Nein. Ich hab Angst. Pussy. Was hatte ich jetzt gehabt? Ah, okay. Nein. Die Stange auch wieder. Kannst du eigentlich das links da, oder kannst du links unten rein? Nee. Das ist ein Gewächshaus. Da ist ein Wohnwagen. Was soll ich da jetzt zum Schuss schlagen? Da ist nichts. Kann man nicht lang. Ist sie eigentlich genauso stark wie im Hauptspiel? Da hinten kommen wir auch nicht lang, aber da hinten, da wäre eine Kiste gewesen oder was auch immer im Hauptspiel. Und die haben wir übersehen. Shame on us. Genau wie da. Da haben wir auch was übersehen. Das hat ein Reparatursatz. Double shame on us. Okay. Oh nein. Kennst du das Geräusch? Mhm. Oben auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Da sieht man den Arm durch. Das sieht noch besser. Was machen können? Oh, ja, so. Alter, what? Was ist denn jetzt passiert? Mit einem Schlag? Das war eine Explosion. Da gab's eine Explosion. Oh, bist du schlecht, ey. Ey, sollten wir jetzt wechseln, ne? Das ist der Nachteil hier in diesem Spiel. Du kommst hier, so gesehen. Also, sag mir nicht, dass hier gar nichts ist. Du hast ein Messer, beschwer dich nicht. Ja, wir können vielleicht auch so machen, dass wir uns ab und zu mal abwechseln. Wenn, noch du wirst, es wird nicht viel Sinn machen, du wirst mich später noch verstehen, warum. Nein, ich verstehe es nicht. Wir machen erstmal ein paar Runden hier. Und da lang? Nein. Und hier ist gar keine Kiste. Kannst du in den Wohnwagen rein? Ne. Hier ist nichts. Geil. Auch gut. Auch nichts. Ja, super. Das kann die Untere auch nicht stehen bleiben. Da! Ja, also kannst du sehr viel gemacht. Kannst du das nicht machen? Das stabilisieren. Ja, das wird nichts. Wir gehen drauf. Ein Schlag? Ein Schlag direkt. Krass. So, ich komme da aber auch nicht raus, ohne keine Ahnung was zu machen. Könntest du ja jetzt die beiden Grabsteine kaputt machen, aber ich habe ja so oder so nichts gehabt schon in dem Flammenwerfer. Ja, ohne Muni. Doch, 150 Schuss. War da was drauf schon? 150 Schuss, okay. Schießpulver.
Nee, das ist nichts mehr. Weil das ist jetzt weg. Oh nein. Jetzt hast du nichts. Rechts. Aber ohne Waffe bringt mir das nichts. Habe ich hier Besuch oder habe ich hier keinen Besuch? Kiste? Kein Besuch, das ist Kiste. Kiste, ja. Warte. Falle. Duck dich und geh durch. Duck dich. Das? Man zerschlagt das. Ja. Du hast sogar Munition drin. Warte. Ja klar, warte ich. Jetzt die Kiste zerschlagen. Ich würde mal sagen, es gibt auch Kisten, die explodieren. Ja. Wir sind sofort down. Ich würde eigentlich lieber schießen. Okay. Ich glaube, es nicht noch eine Flasche. Wir können Munition jetzt herstellen, ne? Ah, ja, schön. Macht ja keinen Sinn, Medizin herzustellen, wenn wir sofort bei einem Schlag tot sind. Den Stabilisierer, der liegt doch da hinten. Habe ich ihn damals aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie liegen lassen. Oh Mann, kommen wir da eigentlich hin? Ne, da kommen wir nicht lang. Nee, weiß nicht. Drucken so rechts? Nee, wir sind viel zu hoch. Ja, kriechen. Und das ist vielleicht hier so geheim? Nein? Hier geheim? Nein? Geheimnis? Gibt keine Geheimnisse mehr hier. Okay, wir haben jetzt 18 Schuss. Links nochmal gucken, links, unten. Ah, klar. Vielleicht, der hat gesagt, dass am Tisch noch was ist. Was? Das ist nur die Tür. Nein. Nein, das ist im anderen Raum. Das heißt, in den Keller kannst du wahrscheinlich nicht gehen, ne? Hier oben ja eh nicht. Also, ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier. Jetzt direkt hier rechts. Ich dachte, vielleicht so durch den Gang jetzt direkt rechts. Ich will ja jetzt eh Besuch. So, und doch nicht. Okay, da kannst du nicht runter. Schade. Sicher? Was ist das da unten? Diese Wespen. Ich bräuchte den Brenner dafür. Den habe ich nicht. Lad nach. Hä? Auch gut. Ah, ich. Hä? Ich kann nirgendwo lang aus jetzt da hinten. Kannst du sicher, dass du nicht da oben runterkommst? Der Schießen bringt da keinen Sinn. Ja, Messer bringt da unten aber auch keinen Sinn. Bist du sicher, dass du nicht da unten hinten nochmal durch kannst? Nein. Dann. Ja, kannst du aber gucken. Vielleicht musst du dann da F drücken, dass es dann durchgeht. Das war ja wie bei Zoe gerade eben. Die konnte ja auch da mit F durch das Fenster. Oder vielleicht kannst du es aufschlagen. Außerdem ist er hinten von der anderen Seite ja eh zu. Okay, versuch mal. Ja, ich bin tot. Versuch mal dein Glück mit den Wespen. Wir haben jetzt nur das Material halt da. Mano. Was ist da unten? Ja, geh ich jetzt erstmal runter und guck erstmal, ob ich die trigger oder direkt drauf ballern. Erstmal triggern. Okay, das war's. Du hättest auch. Wieso schießt du nicht? Du hast 3 Schuss! Aufs letzte Nacht! Hauptsache erstmal wegrennen. Alter, was soll ich hier sonst machen? Jetzt ihn töten!
Steppe ist aber weit genug unten. Warum sind die vier hier nicht gekommen? Ja, Steppe ist oder so. Ich komm nicht raus. Die Blockierer verletzt den Weg, glaube ich. Vielleicht kommst du ja jetzt durch. Dringend. Was zum Leben? Fragst du auch. Ich kann nicht mal erkennen, ob ihr irgendwas zwischen fragt oder so. Wenn du da durchgehen kannst oder ob das gegen dich gerichtet ist? Die wäre gegen mich gerichtet, wenn ich genau drüber renne, aber ich kann an der Seite vorbeigehen. Da aber nicht. Hilfe? Hallo? Kiste. Super. Was war das? Flinte. Geil. Warte. Und jetzt mit der Piste, wenn er noch lebt. Okay, ist tot. Shotgun, ja, vorsichtig sein. Ich will nicht sterben, das ist scheiße, deswegen will ich schießen, aber... Kann ich das nicht für Medizin auch so benutzen? Kraut hast, nein. Kraut, du brauchst Kraut. Nur Kraut gehen, ne? Scheiße. Ja. Ja, oben oder unten lang? Unten. Nein! Oh, ich komm. Super. Tötest du aber so nicht. Hä? Huh? Kannst du nicht noch Munition machen? Lass die Munition noch machen. Mach dir erst Munition, kommst du das nicht da durch. Kombinieren. Ich lade jetzt noch ein oder ist die dann weg? Weil dann erstmal mit der Shotgun eins drüber und dann so viel. Es ist eine Waffe. Zweite Waffe. So weg. Ey, du kannst ja einen Trigger nehmen, ist da rein. Umdrehen. Wenn ich das hier noch einmal reinkomme. Umdrehen. Jetzt töte ihn, finde ich. Warte. Doch, es war der eine Schuss. Ja, warte, vielleicht. Ja, deswegen. Der explodiert ja. Nachmal. Oh, fuck. Jetzt ist wenigstens die Falle weg. Das ist trotzdem mehr ein Scheiß. Ich will wieder Leben haben. Und wie lange. Ach nee, war das nicht ein Endlosspiel? Ich meine. Nee, besiegen sie mit Marguerite. Stimmt. Nachladen. Den Schuss ja, verliere ich ja nicht. Immer nachladen, ja. Die Schüsse verliere ich ja nicht. Ja, in Cry 4 hat man nämlich damals immer die Schüsse verloren, das weiß ich noch. Ja. Ich hab weh, das Ding steht auf. Hey, was noch? Du kannst dagegen treten. Wehe. Ich komme da nicht ran. Ja, das war's mit der Kiste. Vielleicht kommst du von der anderen Seite ran. Von der anderen Seite kann ich, wenn dann nur die... Durchschießen, ja. Durchschießen, ja. Ich meine etwas. Ich sehe kaum, was das so ab. Ey, es gibt doch... Medizin. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie... Gibt es überhaupt Kisten, die explodieren können? Ja, gibt es. Steuerung. Geil, ich kann dir richtig was sehen hier. Das ist jetzt mal geil. Kannst du da durch eigentlich? Durch das links? Hast du links da durch? Nein.
sind aus gutem Grund so hoch. 100 pro. Ich sag's doch. Ich will noch weit genug von dem Fall weg. Das war's mit dem. Steht bestimmt aber noch einer. Oh, nee, das war der falsche Knopf. Da gehen wir noch nicht durch. Falle? Nein, okay. So, da. So, die Kiste hole ich mir jetzt aber noch. Nicht dadurch. Ich weiß. Kiste. Okay, sie ist weg. Das hört sich nicht gut an, ne? Ich sollte sagen, es gibt es. Wow! Ja, du schießt doch extra drauf, ja, bleib doch direkt daneben. Nee, ganz ehrlich, es gibt nicht diese. Also, die Kisten, die explodieren einfach so, das ist nicht die Zeitbombe oder so, die man jetzt gehört hat. Ich weiß. Anderes. Nein, ich meine doch. Warum ich dachte, das wäre genug Abstand gewesen. Ich war ein bisschen ziemlich nah. Dreckspiel. Willst du es einmal probieren? Ja, wenn du nicht willst, kann ich ja einmal probieren. Ja, aber das kriegst du ja in der. Oh, wir sogar fast 20 Minuten. Nächste Folge probieren. Und warum ist die Kamera eingefroren? Freest. Ob so, weil wir sehen einfach gerade, wie die Kamera eingefroren ist. Joa. Warte, wie scheiße gucke ich denn da? Sieht so geil aus. Dann gibt es in der nächsten Folge hoffentlich mit Facecam weiter. Egal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, ciao. Wie kriegen Sie das denn aus?